Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Im letzten Video habe ich euch mit auf die IAA nach Frankfurt genommen und gezeigt, was es für Elektromobile gerade dort zu sehen gab. Der eigentliche Grund meines Kurzbesuchs dort war aber ein Interview mit Volkswagen. Ich hatte vor einiger Zeit mal dort nachgefragt, wie es eigentlich um die Nachhaltigkeit aussieht und warum das in der Kommunikation auf der Webseite so wenig Bedeutung hat. Daraufhin habe ich zuerst mal einen Brief mit Standardfloskeln von der Presseabteilung bekommen. Falls ihr dieses Video nicht kennt, wo ich mich darüber aufgeregt habe, dann schaut mal hier. Und aufgrund meines kleinen Protestvideos habe ich dann aber doch Kontakt bekommen zur Presseabteilung von Volkswagen und eben auch ein Interview, das dann tatsächlich stattgefunden hat, letzte Woche auf der IAA mit Christian Buhlmann, dem Leiter der Product Line Communications, wie das dort heißt. Und ich habe ihm Fragen gestellt, teilweise auch welche, die ihr mir genannt hattet. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Vergnügen. Ja, Herr Buhlmann, es hat geklappt. Vielen Dank hier auf der IAA. Sie sind Leiter der Baureihenkommunikation. Was heißt das genau? Ja, das heißt, ich spreche für die Modelle, die die Marke Volkswagen anbietet. Ne? Also vom Up bis zum Touareg. Ne? Und die ID-Serie ist jetzt die erste von vornherein elektrisch geplante. Ja, ketzerische Frage. Warum hat es so lange gedauert, bis Sie ein eigenes Elektroauto haben? Also wir sind 2013 gestartet mit dem E-Golf und kurz danach auch mit dem E-Up. Das sind zwei Modelle, die auf konventionellen Plattformen basierten. Warum hat man diesen Weg gewählt? Wir hatten am Anfang nicht die hohen Einbauraten und das hohe Interesse in der Kundschaft, das wir heute am Markt haben, 6 Jahre später. Dafür ist es dann eben möglich, auch ein Auto zu machen auf einer eigenen Plattform, wo man wesentlich mehr Batteriekapazität unterbringen kann und womit man dann auch natürlich viel mehr Reichweite schafft. Das war so in der ersten Generation nicht möglich. Jetzt kommt diese zweite Generation Autos, die genau diese Eigenschaft mitbringt. Und das Interesse scheint da zu sein. Ich glaube, Sie haben die Marke geknackt, oder? Die Sie sich vorgenommen hatten, Vorbestellungen? Ja, genau. Also wir haben gesagt, wir wollen zumindest 30.000 Autos in der ersten Serie anbieten. Und jetzt Ende August war es dann eben soweit. Wir liegen jetzt bei über 33.000. Es gab eine Zuschauerfrage von mir, ob es stimmt, dass Sie eine Kooperation mit Tesla hätten? Nee, das ist keine Kooperation. Es geht ja darum, bei diesen neuen Kunden für eine ganz neue Serie von Autos Erfahrungswerte zu sammeln. Worauf springen die Kunden an? Worauf legen die Wert? Welche Farben sind möglicherweise gefragt? Immer da, wo ich nicht auf Erfahrungswerte mit Vorgängermodellen zurückgreifen kann, bietet es sich an, da vorher Marktforschung zu betreiben. Und eines der zielführendsten Instrumente ist, Reservierungen anzubieten, weil man dann eben auch sehr viel schon vom Kunden erfährt und mit ihm in Dialog treten kann. Was er so für Sachen haben möchte. Ja. ID.3, ist das ein Zufall? Wir haben bei Volkswagen schon seit Jahrzehnten die Fahrzeuge nach Bauordnungen eingeteilt. Das heißt, ein Auto der ersten Bauordnung wäre zum Beispiel ein Up, die zweite wäre ein Polo, dritte wäre ein Golf. Also Golf, sprich Golfklasse oder Kompaktklasse. Dieses Auto ist ja auch in der Kompaktklasse unterwegs. Wenn ich mir die Länge des Autos anschaue, dann bin ich genau auf Golfniveau. Allerdings habe ich einen Radstand wie bei einem Passat und dadurch natürlich deutlich mehr Innenraum. Ja. Trotzdem ist es in der Kompaktklasse angesiedelt und deshalb die 3. Es ist für den Kunden sehr leicht, sich dann zu orientieren, in welcher Größe ist das Auto angesiedelt. Kaum sind die Elektroautos auf dem Markt, Sie sagen ja schon die ersten wieder, die sind ja gar nicht umweltfreundlich, weil in der Herstellung wird ja so viel CO2 verbraucht, energieaufwendig und so weiter. Wie sieht es aus mit der Herstellung der ID-Serie? Wir haben in der Automobilindustrie ja aus Brüssel ziemlich scharfe Ziele erhalten. Bis zum Jahr 2030 muss der Flottendurchschnitt bei 71 Gramm nach WLTP liegen. Das ist ein Wert, den können Sie mit keinem Verbrennungsmotor der Welt erreichen. Wir müssen also Fahrzeuge elektrifizieren. Das kann sowohl ein Hybrid sein, es kann aber auch ein rein elektrisches Fahrzeug sein. Und jetzt ist ja nicht nur die Frage, was emittiert das Auto auf der Straße, sondern wie kann ich auch schon im Herstellungsprozess dafür sorgen, dass möglichst wenig CO2 ausgestoßen wird. Stahlproduktion ist CO2-intensiv. Wir haben die Batterien, die Sie gerade ansprachen. Das heißt, wenn wir auf der einen Seite die Möglichkeit haben, mit unseren Zulieferern zusammen
bei der Nutzung von regenerativer Energie CO2 einzusparen im Herstellungsprozess, dann haben wir einen Baustein schon mal geschaffen, indem wir CO2 vermeiden. Mhm. In anderen Prozessen ist es durch neue Verfahrenstechniken, ich habe beispielsweise auch in der Kunststoffindustrie, möglich, CO2 zu reduzieren im Herstellungsprozess. Und da, wo es nicht möglich ist, da ist der dritte Baustein das Kompensieren. Das heißt, über Umweltprojekte, Aufforstung sei da beispielsweise genannt, haben wir die Möglichkeit, dann eben das entstandene CO2 in gleicher Menge zu kompensieren, sodass wir das Auto CO2-neutral an den Kunden ausliefern können, bilanziell. Mhm. Und der nächste Schritt ist dann, das nicht wieder kaputt zu machen, indem beispielsweise Kohlestrom vertankt wird, ne? Denn dann hätte ich einen gegenteiligen Effekt, sondern gleich den Stromvertrag und die Wallbox mit anzubieten. Okay. Und da haben wir mit Elli ein neues Stromprodukt am Markt, was dem Kunden eben garantiert, dass hier grüner Strom getankt werden kann. Mhm. Und mit einer Wallbox, die wir um 300 Euro anbieten werden, auch eine günstige Möglichkeit haben, zu Hause eine eigene Infrastruktur sofort in der Garage anzuschließen. Wie sieht es auf der Straße aus? Also, Entschuldigung, ich vergleiche immer mit Tesla, weil ich halt auch mich damit beschäftige, aber die haben ja dieses Supercharger-Netz aufgebaut. Ja, genau. Gibt es so etwas Vergleichbares oder einen ähnlichen Gedanken? Wir haben uns in der deutschen Autoindustrie zusammengetan, weil manche Effekte kann man eben gemeinsam leichter erreichen. Dazu gehört übrigens auch aus der Mineralölindustrie Shell als Partner. Und dieser Zusammenschluss heißt Ionity. Wir bauen derzeit 400 große Stationen entlang der Schnellstraßen auf in Europa. So ein Ladepunkt, der kann eine Energie bereitstellen von 350 Kilowatt Anschlussleistung. Es gibt heute kein Auto auf der Welt, was das überhaupt nutzen kann. Aber möglicherweise wird es das in der Zukunft geben. Und insofern sind auch diese Geräte sehr nachhaltig, weil wir müssen dann nicht bei der nächsten E-Auto-Generation wieder anfangen, neue Ladesäulen zu errichten, sondern haben gleich etwas geschaffen, was zukunftssicher ist. Die Power für die Zukunft. Genau, aber auch hier beim ID3, wenn wir das mal vergleichen mit der ersten Generation, da hatten wir eine Anschlussleistung von 40 Kilowatt. Ja. Jetzt sind wir hier, je nach Version, zwischen 100 Kilowatt und 125 Kilowatt Anschlussleistung. Okay. Und das bestimmt natürlich dann für mich als Kunden, wie schnell kann ich denn mein Auto aufladen. Ja, ja, das heißt, ich schaffe jetzt in einer halben Stunde die Möglichkeit, weitere 290 Kilometer an Reichweite wieder zu gewinnen, während des Mittagessens oder während einer längeren Kaffeepause. Also das Ionity-Netz ist dann praktisch die vergleichbare Einheit. Und ist das auch Ökostrom-basiert dann, Ionity, wissen Sie das? Kann ich im Moment gar nicht genau sagen, aber das Ziel ist natürlich, dass die Stromquellen auch hier eben regenerativ sind. Das Nachhaltigste wären ja Autos, die sehr lange halten. Zum Beispiel auch die Batterie, die Ladezyklen und so weiter. Wie sieht es da bei der ID-Serie aus oder bei dem ID3 jetzt? Also zum einen, was wir schon in der ersten Fahrzeuggeneration richtig gemacht haben, war eine lange Batteriegarantie anzubieten, in dem Fall von 8 Jahren oder 160.000 Kilometer. Jawohl. Etwas, was es sonst in der Autoindustrie eigentlich gar nicht gibt. Wir sehen jetzt aus den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, dass durchaus diese Batterien halten und dass diese Angst eigentlich unbegründet ist, dass das Auto nicht durchhält oder dass die Batterie nicht durchhält. Und was für eine Lebensdauer? Aus unseren Erfahrungen wissen wir schon, auch aus dem Belastungstest wissen wir schon, dass wir weit über 10 Jahre liegen. Nichtsdestotrotz, sagen wir mal, die Batterie hat den Garantiefall erreicht, dann ist es ja immer noch so, dass die, sagen wir mal, sie liegt bei 50% oder 60%, nicht verschrottet werden muss, weil die Möglichkeit im zweiten Schritt da ist, diese Batterie zu stationären Festspeichern zu verbauen. Ne? Ich habe dann also die Möglichkeit, beispielsweise im Krankenhaus, wo heute im Fall eines Stromausfalls ein Dieselaggregat anlaufen würde, als Notstromaggregat, diese Batterie genauso als Zwischenspeicher elektrisch zu nutzen. Und wenn diese Batterie dann weitere 10 Jahre dort Dienst getan hat und ausgetauscht wird, dann kommt der Recyclingprozess, und das ist eigentlich so die
die dritte Stufe, wo wir diese ganzen wertvollen Stoffe, ne, Lithium, Kobalt und so weiter, ja, wo wir die entsprechend aus der Batterie entnehmen, um sie dann wieder einer neuen Batterieproduktion zuzuführen. Auch eine Frage aus der Community: Wie sieht es mit Autopilot, mit Self-Driving Systems aus? Es könnte ja auch eine Zukunft geben, wo die Autos gar nicht mehr gekauft werden, sondern wo die Autohersteller sie eigentlich nur noch den Nutzen verkaufen. Der Zeitpunkt ist ja teilweise auch schon da. Ne? Denken Sie an Autovermietern, da ist es so. Denken Sie an Leasingmodelle. Leasing ist ja auch nichts anderes als eine Miete auf einem festgelegten Zeitraum, ne, und eine festgelegte Nutzungsdauer. Das spielt gerade bei E-Fahrzeugen eine große Rolle, weil E-Autokäufer immer up-to-date sein wollen. Die wollen immer das neueste Produkt haben mit der neuesten Batterietechnologie, weil da sehr große Sprünge eben möglich sind. Zur Frage Augmented Reality bzw. autonomes Fahren. Da ist es so, dass wir eine Kooperation eingegangen sind mit der Ford Motor Corporation, und Ford hat über seine Tochter Argo bereits sehr große Fortschritte gemacht bei der Entwicklung von Self-Driving Systems. Mhm. Und wir haben uns daran jetzt beteiligt im Sommer. Ford ist gleichzeitig auch unser Partner, wenn es um die E-Mobilität insgesamt geht. Denn Ford hat als erster großer OEM unseren Baukasten lizenziert. Das heißt, auch Ford-Fahrzeuge werden dann eben auf dieser Bodengruppe entstehen, die okay, der ID.3 heute bereits nutzt. Es gibt eine Menge einzelner Features, die im Zusammenspiel dann das pilotierte Fahren eben ermöglichen sollen. Die Schwierigkeit ist heute, alle Verkehrssituationen, die der Mensch erfassen kann oder auch nicht, denn dann kommt es ja zu Unfällen, sicher zu beherrschen. Und man muss ganz klar sagen, da sind wir heute noch nicht. Ne? Ja. Das ist ein Team von 700 Leuten, die weltweit für Volkswagen und Ford daran arbeiten, bei Argo. Aber das ist natürlich auch ein Langfristziel. Ne? Das kommt nicht über Nacht. Wird in der Geschwindigkeit, wird die abgeregelt? Also ich weiß, Mercedes, ja, EQC wird auch abgeregelt bei 180, in der ID.3 auch? Wir regeln hier bei 160 ab. Ist das wegen der Batterie zu schonen? Oder? Das geht vor allen Dingen darum, einen Kompromiss zu finden aus der Reichweite des Fahrzeugs und ja, den Nutzungsanforderungen im Verkehr andererseits. Wir haben in den meisten europäischen Ländern Tempolimits. Deutschland ist da eine Ausnahme. Aber wir wissen aus dem Nutzungsverhalten mit dem E-Golf und anderen E-Fahrzeugen, dass das maximale Tempo oder die maximale Geschwindigkeit da nicht im Fokus steht, sondern dass die Reichweite im Fokus steht. Ab wann wird man den Probe fahren können? Der wird im nächsten Sommer bei den Händlern stehen. Also insofern sind wir hier früh dran jetzt mit der IAA. Es war für uns besonders wichtig, dass sich die Kunden das Auto eben hier schon anschauen können, weil wir ja eben auch, wie gesagt, Reservierungen dazu entgegennehmen. Wenn sich jemand ihn jetzt kauft, und es war bei mir auch ein Thema, dass es bei Tesla zum Beispiel kein Leasingangebot in Deutschland gab, wie wird das in Deutschland aussehen? Ja, wir sind ja nicht nur Europas größter Autohersteller, sondern auch gleichzeitig größte Autobank Europas. Und insofern wird man selbstverständlich die Autos auch leasen können. Kann man auch eine Anhängerkupplung mitbestellen? Ja, ist auch eine wichtige Frage. Die E-Fahrzeuge sind nicht unbedingt prädestiniert für den Zugbetrieb. Gleichwohl wird es in der ID-Familie auch Fahrzeuge geben mit Anhängerkupplung und mit einer entsprechenden Anhängelast. Ne? Ist aber nicht unbedingt primär ein Thema für den ID.3. Wird es ID.3 mit Anhängerkupplung geben? Wahrscheinlich nicht. Vielen Dank. Ja. Schön, dass es geklappt hat. Mhm. Ich habe, glaube ich, auch noch die Möglichkeit, mir gelegentlich mal in Zwickau das Werk anzuschauen. Mhm. Das finde ich spannend. Genau, da startet ja die Produktion jetzt schon im Herbst. Sind da dann überall Solarzellen auf den Dächern, oder ist das eher, dass der Ökostrom von anderen Kraftwerken? Nee, wir haben viele Instrumente da. Also wir nutzen in unseren Werken auch Strom aus regenerativen Quellen, die zum Teil direkt auf dem Werksgelände entstehen. Mhm. Ne? In Emmen beispielsweise ist es die Windkraft. Ne? Mhm. Wir haben in anderen Werken eben Solarstrom und beziehen aber eben auch Strom aus großen regenerativen Kraftwerken. Ne? Mhm. Vielen Dank, ja, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja. Ich hoffe, euch hat dieses Interview gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dem ID.3 haltet und von diesem Video natürlich. Und ja, seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Dieser Dad.